Nimm das, Zombie! Gleich bist du platt, du Monster! Wow! Ha, 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 Lincoln! Ja! Es gibt nur eine Regel in diesem Haus. Betritt niemals mein Zimmer! Wenn ich dich nochmal erwische, werde ich dich leider in eine menschliche Brezel verwandeln müssen. Nein, nicht dich, Bobby. Eine Sekunde, ja? Ja! Normalerweise mache ich mir nichts aus albernen menschlichen Gefühlen, aber... Lincoln, warum hast du uns nicht erzählt, dass du eine Freundin hast? Die ist bestimmt voll schön. Was geht hier vor? Wenn dich ein Mädchen ärgert, dann kann das auf jeden Fall nur eins bedeuten. Sie steht auf dich. Das ist lächerlich. Sie hat mir ein Sandwich in die Hose gesteckt. Noch Tage später hatte ich Sesam an meinem Hintern. Romantisch. Der Klassiker. Ihr seid doch verrückt. Sie hasst mich. Wenn ich sie heute treffe, sage ich ihr mal meine Meinung. Du solltest viel lieber dein Herz zu ihr sprechen lassen. Was? Ich denke, Lincoln sollte sie küssen. Was? Ja, natürlich. Die neueste Meldung vom Nationalen Wetterdienst. Die Schwester-Nado-Warnung wurde auf die höchste Kategorie heraufgestuft. Deshalb rennt schnell um euer Leben. Ja. Zeit für Phase 3, dich in einem Stück rauszubekommen. Oh mein Gott! Puh, werde ich mit ihr reden, anstatt eine Nachricht zu hinterlassen oder einen hässlichen Brief zu schreiben? Apropos Brief, wo ist der eigentlich? Wenn du willst, dass Lobby unser Name ist, dann solltest du schon ein wenig... Was ist das? Warum Lori die schlimmste Schwester aller Zeiten ist. Bobby, ich muss los. Ich muss Lincoln in eine menschliche Brezel verwandeln. Lincoln! Ah! Was ist das? Tja, Zeit für den offiziellen Lauthaustanz. Der Fluchttanz. Wenn ich dich in die Finger bekomme, dann werde ich... Meine Haut ist ganz blau. Genau genommen ist es ja ein blasses Türkis. Aber wozu Haare spalten? Lisa, was hast du getan? Ich habe Lennys Abdeckcreme heimlich gegen eine neue Hautpigmentierungslotion ausgetauscht, an der ich arbeite. Warum tust du sowas? Hätte ich sie gefragt, hätte sie sicher nein gesagt. Du holst sofort etwas von oben, das es wieder rückgängig macht. Schön. Haarlose Affen 1, Wissenschaft 0. Kann nicht mal irgendwas glatt laufen? Ist nicht immer alles easy, Bro. Lincoln, mein Gedicht ist fertig. Es heißt Scheitern. Lucy, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, das... Scheitern. Du suchst es dir nicht aus und doch wird es passieren. Der Mann mit dem Plan, er kann nur verlieren. Lilly, wo sind deine Klamotten? Und wo ist deine Windel? Da liegt die Windel. Wie können zwei Farben nur so verdammt schwer sein? Bitteschön, jetzt nur noch einstecken. Dann kannst du schön glücklich, traurig oder was auch immer du gerade bist sein. Und ich stehe nicht allein im Dunkeln. Mist. Fünfklässler, Lincoln laut hier. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn ein Bruder es verbockt und seine 10 Schwestern bloßstellt? Das könnt ihr nicht, denke ich. Aber so bringt man es in Ordnung. Und aus rechtlichen Gründen der Hinweis, alle Videos wurden von Luann Out Loud zur Verfügung gestellt. Alle Rechte vorbehalten. Dann mal los! Tja, Christina, ich wusste, dass du mit mir ausgehen willst. Ich sehe doch, wie du mich auf dem Schulhof anguckst. Möchtest du diese Rose annehmen? Oho, dieses männliche Ding. Ja, das ist ein Brusthaar. Das erste von vielen, Süße. Bruster schamponieren, Bruster schamponieren, Bruster schamponieren! Komm schon, Christina. Ich hab nachgedacht, du hast nachgedacht. Lass es uns einfach tun. Und damit das klar ist, wir lachen über dich und nicht mit dir. Tja, ich fand schon, das Video deiner Schwestern war peinlich. Aber das hier toppt alles. Und trotzdem verlierst du gegen einen Hamster?
Autsch. Familienausflug. Eine in aller Welt beliebte Familientradition. Morgen macht auch die Familie Laut einen herrlichen Ausflug. Klingt spaßig, was? Aber nicht, wenn sich alle von uns ins Familienauto zwängen. Oder wie wir es nennen, Vanzilla. Jeder Platz im Vanzilla bietet die eine oder andere Art von Folter. Wenn man hier neben Lillys Platz landet, hat man verloren. Ha, Lilly! Die hintere Reihe ist so weit von Mom und Dad entfernt, dass es wie im Wilden Westen zugeht. Hör auf, mich anzuglotzen! Hör du auf, mich anzuglotzen! Ach komm, wir sind noch nicht mal aus der Einfahrt raus. Bei diesem Sitz besteht das gegenteilige Problem. Er liegt direkt in Dads Blickfeld. Füße vom Sitz. Und neben dem einzigen funktionierenden Lautsprecher. Liebling, hörst du? Sie spielen unser Lied. Auf dem Rest der Sitze ist es noch schlimmer. Da gibt es den klebrigen, den durchnässten, den mit der Feder und den gekippten. Laut meiner Berechnung bleibt da nur ein Platz, der keine Nachteile hat. Ich nenne ihn den Premium-Platz. Und morgen wird er mir gehören, denn ich besetze ihn schon heute Nacht. Das war mein Zeichen. Alle Mann schlafen. Und los geht's. Starship Troopers! Meine intergalaktische Lieblingsunterwasser-Abenteuerserie. Sieh dir das an, das ist ein 500-Teile-Nachbau des Raumschiffs. Von mir selbst erschaffen. Oh, das gefällt dir? Dann mal los! Piu, 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 piu. Ganz genau! Piu, piu, piu! Lilly, vielleicht solltest du etwas aufpassen! Piu, piu? Schon okay. Ich wollte mir schon seit längerem das 600-Teile-Modell kaufen. Ich brauche deine Notizen von 1 bis 4 Uhr nachts. Von 1 bis 4. Die sind scheinbar nicht da. Nicht da? Unglaublich praktisch. Alles klar, du warst es. Fall geklärt. Ach, bitte. Ich benutze das Familienklo schon seit Jahren nicht mehr. Das würde mich nur von meinen Studien abhalten. Ich benutze lieber Lillys Übungstöpfchen. Deine Geschichte scheint sauber zu sein. Im Gegensatz zum Übungstöpfchen. Wow, das ist ja genauso wie ein echtes Drehding. Um genau zu sein, nennt man so etwas Lenkrad. Also, bereit loszulegen? Warte, ich brauche mein Spezialfahreroutfit. Schick. Also legen wir los. Warte, ich brauche mein Spezialfahr-Smoothie. Das ist ein Sojakürbis-Grünkohl-Smoothie. Gibt's nur im Herbst. Schön. Können wir dann jetzt endlich... Warte! Was ist denn noch? Willst du mir nicht die Tür aufhalten? Klick, quietsch. Ein echter Gentleman. Okay, du musst einfach das Lenkrad gerade halten, dann wirst du... Wieso? Versuchen wir es nochmal. Halt das Lenkrad gerade. Okay, noch ein Versuch. Die Straße geht geradeaus, also das Lenkrad gerade halten. Lenny, du musst auf der Straße bleiben. Ja, aber wozu denn? Wir haben doch sowieso kein richtiges Ziel. Klar haben wir das. Wir fahren nämlich zum, Einkaufen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wow! Weiter, Lenny! Gib da, Schnarchnase! Papa braucht ein neues Fahroutfit! Euer Highscore! Das war ja unglaublich! Aus dem Weg, Oma! Ganz ruhig, kleine Raserin! Aber ich muss doch shoppen gehen! Das muss warten! Du hast jetzt eine Fahrprüfung zu bestehen! Los, Lenny, los! Los, Lenny, los! Halt! Zur Bushaltestelle geht's da lang! Los, Lenny, los! Moment mal! Er hatte bei eurem Date Cargohosen an? Das ist ohne Witz das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Puh.
Erdnussbutter, Erdnussbutter, wo ist die Erdnussbutter? Dam, 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 dam. Hey, Bro! Oh, hey, Luna, was geht ab? Coole Chill-Methode, Bro. Ja, total cool. Hey, lass mal einen Pudding rüberwachsen. Danke. Immer cool bleiben. Erdnussbutter! Ah, welcher Idiot stellt ein leeres Glas zurück in den Kühlschrank? Ich brauche einen Plan B. Was? Er hat gesagt, du sollst dir die Haare abschneiden? Abschneiden? Das ist es! Das ist ohne Witz das Schlimmste, was ich je gehört habe. Hey, Luann. Hey, Lincoln. Kennst du den Witz schon? Wenn ich du wäre, nähme ich den Pavian. Verstehe ich nicht. Oh, das war nur die Pointe. Den Anfang muss ich mir noch überlegen. Lincoln, mein Lieber, vergiss nicht, den Müll rauszubringen. Ja, Mom, in 5 Minuten. Nicht in 5 Minuten, jetzt. Ich mach's ja. Gib mir nur 3 Minuten. Lincoln, hör auf deine Mutter. Genau wie mein Idol Mick Swagger. Alright! Es zieht. Oh, Edwin, es ist dir verboten, eine Sterbliche wie mich zu lieben. Doch deinem stechenden Blick kann ich nicht widerstehen. Deiner glitzernden Haut, deinen eisigen Lippen. Vielleicht ist so etwas doch ein bisschen zu persönlich. Hamstercam hat gerade 10 Stimmen bekommen. Hamstercam! Tja, ist ja nicht so persönlich. Weiter geht's. Teeparty? Danke, Lincoln! Hey, so eine bescheuerte Teeparty interessiert mich nicht. Ich will Fernsehen gucken. Nicht mal, wenn diese Jungs hier auch dabei sind? Yay! Danke, Lincoln! Hey, Luann! Ich wollte gerade runtergehen und Fernsehen gucken. Hol lieber deine Videokamera. Die Zwillinge streiten schon wieder. Auf keinen Fall, das ist nur für VIP! Das landet aber sowas von im Netz. Lisa, ich hab dir den Weg nach unten erspart und dir dein Zeug mitgebracht. Laktose, Triticum, Protein, Natriumchloridhydrate, Saccharose, Gallus, Dallus, Ovum. Du meinst Milch, Mehl, Salz, Zucker und Eier? Für dich heißt es Tomate, für mich Solanum, Lico, Persicum. Danke. Ja, noch 2 Minuten bis zum Anpfiff. Hey, Lynn, guck mal, ich hab dir mit Helium gefüllt für den krassen Spieler, der einfach mehr will. Ich will einfach mehr. Hier, fang! Du schreit Lenny! Was ist deine Spinne in meinem Haar? Mach sie weg, mach sie weg, mach sie weg! Schlimmer, du hast einen Pickel mitten auf der Nase! Ich bin ein hässliches Monster! Hey, Bro, das Programm heute Abend im Fernsehen wird echt rocken! Yeah! Oder du machst deine eigene Taschenlampen-Lightshow in deinem Zimmer! Das ist genial! Danke, Link! Hat jemand mein Handy gesehen? Ich will live tweeten bei der Show! Hey, Lori! Hey, Lori! Hier ist dein Handy! Her damit! Wie oft soll ich dir noch sagen, lass die Finger von meinen Sachen? Hallo? Oh! Hi, Bobby! Nein, ich hab nicht gesimst, aber schön, dass du dich meldest. Danke für gar nichts, Blödi! Das war Nummer 10. Linky, pass auf! Okay, dann bringe ich das mal runter. Der fliegt gleich in die Luft. Noch nicht. Warte, warte. Lisa, du vergisst immer das Methylbenzol. Ich Dummchen. Verbindlichsten Dank. Ich lege noch. Ei. Lucha Libre. Lenny, Hose! Leute, ich
Ich habe das Dinner arrangiert, damit ihr euch vertragt. Du warst das? Wieso? Tja, obwohl ich weiß, dass es schwierig ist, deinen Raum ständig mit jemandem zu teilen, weiß ich auch, dass ihr euch vermisst. Ihr seid nur zu dickköpfig, es zuzugeben. Naja, also ich habe echt Einschlafprobleme, wenn kein Ball gegen die Wand knallt. Und ganz ehrlich, ich vermisse deine tiefen Seufzer, wenn du deine Gedichte schreibst. Seht ihr? Und jetzt vertragt euch bitte, denn wenn ich nur noch eine weitere Nacht mit Schnarchsilla verbringen muss, dann werde ich noch verrückt. Ha, guter Wurf. Soll ich nochmal? Aha. Oh-oh. Also, ich bin dann mal weg. Ja, wir müssten sowieso schon lange im Bett sein. Ich ziehe also wieder ein. Nichts würde mich glücklicher machen. Zwei fürs Zucken! Ach, nie funktioniert das bei dir. Was zum Hasse? Deine weißen Haare sind voll in Ordnung. Weiße Haare? Ihr Kinder mögt meinen Osterschlips? Osterschlips? Ja, der ist doch super, oder? Weißt du was? Das sind sie alle. Schatz, ich werde keine der Krawatten wegwerfen. Krawatten? Ihr habt die ganze Zeit über Krawatten geredet? Natürlich. Was habt ihr denn gedacht, worüber wir reden? Gar nicht. Wir dachten, ihr wolltet uns loswerden. Oh, das würden wir doch niemals tun. Ihr seid die besten 10 Dinge, die uns jemals passiert sind. Es sind 11, Liebes. Und du hast mich erleichtert. Siehst du, ist doch gar nichts los. Die sollte Dad wirklich loswerden. Ah, Lärm hin vor 2000. Hier ist das Geld. Und Lärm? Eine Puppe zur anderen. Oh, ich bin eine Puppe. Hinfort. Wiedersehen, ihr nervigen, lauten Schwestern. Hallo, Zeit für mich. Die dicke Bertha hat was. Lass mich sehen. Ist das was richtig Ekliges? Papier? Da muss doch noch irgendwas anderes sein. Weg da, du Amateur. Manchmal muss man sich die Hände dreckig machen. Einäugiger Jack, einäugiger Jack. Verbrechen hat bei ihm keinen Zweck. Ah, ich sehe nichts mehr. Ich finde mein Design für den Mankini wirklich genial. Danke, dass du mir Modell stehen wolltest. Au, ja, sicher. Also, ich stelle dir jetzt eine rein hypothetische... Ich meine eine Was-wäre-wenn-Frage. Angenommen, du hättest Lola versprochen, etwas für sie zu tun, aber hättest vergessen, was? Landon, du hast ein Riesenproblem. Ich heiße Lincoln. Du weißt doch, was passiert, wenn du Lola wütend machst. Habe ich dir jemals von der Krönchenkrise erzählt? Ups. Sorry, Lola. Oh, schon in Ordnung. Wo sind meine Sachen? Halten Sie näher, meine Damen und Herren. Alles umsonst. Meine Schwester kann das Zeug nicht gebrauchen, aber Sie schon. Und das nur, weil du aus Versehen ihr Krönchen zerbrochen hast? Und? Viola? Okay, Mädels. Modenschau. Was? Mädchen? Vergiss es. Du hast es versprochen. Du sammelst Münzen aus der ganzen Welt und verbringst aufregende Stunden, damit sie ganz genau nach Ländern und Wert zu sortieren. Wer liebt den Slotty? Unsere Lilly! Lilly? War wohl nichts. Bitte nicht! Häselein! Geht's dir gut? Hat das Mädchen dir wehgetan? In diesem Raum gibt es nichts Männliches, noch nicht mal Bälle. Keine Tennisbälle, keine Fußbälle, keine Handbälle, keine Bälle. Zum Glück habe ich hier meine eigenen. Ist schon spät geworden. Legen wir uns einfach hin und bringen die Nacht hinter uns. Was soll das? Es ist noch früh und du hast eine neue Zimmergenossin. Ja. Lucha Libre. Ich kann nicht sehen. Die verrückte Lin mit einem Sprung vom Seil. Was? Hören kann ich auch nicht. Zwei, drei, du bist raus. Yeah! Die verrückte Lin ist El Champion del Mundo! Bin ich einfach.
einfach schlafen. Das ist weniger schmerzhaft. Nicht, wenn du ein Schlafkämpfer bist, so wie ich. Zwei fürs Zucken. Nicht öffnen. Okay. Es stimmt also. Mom und Dad hassen meine Geschenke wirklich. Wenn du den Kopf zur Seite legst und blinzelst, sieht er fast aus wie Tante Shirley. Oder wie eine entzündete Leber. Wenn er so rumheult, macht's gar keinen Spaß, auf ihm rumzuhacken. Ich kann euch hören. Bis wir. An einem heißen Sommertag gibt es nichts Besseres als ein Besuch im Freibad. In der Nachbarstadt. Arschbombe! Familie Laut, raus! Aber wir hatten doch nur Spaß! Aus dem Pool zu trinken ist kein Spaß! Es schmeckt aber wie Hühnernudelsuppe. Schön, aber musstet ihr noch Gemüse reinschneiden? Warte, wie? War das mit sowas von? Lenny, sag nicht sowas von! Oh, geht klar! Okay, der Wettstreit startet jetzt. Ich werde sowas von locker gewinnen! Oh, gut gemacht. So ein Mist. Kommt schon, Mädels, konzentriert euch! Hört mal! Also soll ich dieses Mädchen jetzt küssen oder was? Na gut. Sorry, Lincoln. Ich hatte nur Angst, dass Lynn aus Versehen auf diese Hake treten würde, woraus sich eine Verkettung übler Missgeschicke ergeben könnte. Ist sehr gut, Clyde, aber eine Verkettung übler Missgeschicke? 83, 84, 85, 86, aus! Das war ja der Hammer! Lincoln, was machst du da? Comic lesen. Oh, ich habe sämtliche Flächen im Wohnzimmer poliert. So glänzend, dass man sein Gesicht sehen kann. Los! Nicht mein Gesicht ansehen! Das wunderschöne, wunderschöne Gesicht! Ich habe auch den Küchenboden gebohnert. Spiegelglatt. Es reicht. Gib auf, Lincoln. Ich weiß, du willst sie. Atme sie ein. Atme die Baumwolle. Du weißt, dass du sie willst. Ich gebe nicht auf. Du aber gleich, wenn du siehst, was mit deinem Gesicht los ist. Was? Leute, stimmt was mit meinem Gesicht nicht? Alles in Ordnung. Du siehst ausladend. Ihr lebt. Gib mir einen Spiegel. Du willst mit Babys abhängen? Kannst du kriegen. Hey, guck mal, Lilly kommt zu mir. Zu mir. Zu mir. Zu mir. Sie will Clyde? Wir haben zu reden, wir zwei, kleine Miss Freundstehlerin. Du bist absolut entzückend. Kein Wunder, dass alle mit dir abhängen wollen. Clyde, wieso hast du eine Windel an? Du hast mich durch Lilly ersetzt. Ich dachte, das sei die einzige Möglichkeit, dich zurückzugewinnen. Ich würde dich niemals ersetzen. Du bist mein bester Freund. Das ist echt hart. Aber wisst ihr was? Das stört mich überhaupt nicht. Mit 10 voreingenommenen Schwestern kriegt man ein dickes Fell. Eure Worte sind wie Luft unter meinem Cape. Sie heben mich nur noch weiter empor. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich habe noch einen Lidstrich aufzutragen. Igitt, Lincoln, du hast das Klo ja schon wieder verstopft. Sag ich, Dad? Wer sagt denn, dass ich das war? Du hast für mehr Verstopfungen gesorgt als eine ganze Bananenplantage. Zeit für meine Freitagabend-Gehirnwellenstudie. Oh, ein neues Testobjekt. Tanz für mich. Das ist abgefahren. Schlange auf der Flucht. Oh. El Diablo hat dich lieb. Oh. Lana, Platz! Herdi, werdi, werdi. Ganz einfach. Ich rede jetzt nur noch Pseudoschwedisch, ja? Du arme, geistig umnachtete Menschheit. Ich geh drin, ja? Du gehst nicht drin, ich meine dran. Gib es mir! Basketball. Tu es nicht! Tu es nicht! 2 Punkte, 2 Punkte, 2 Punkte, 2 Punkte, 2 Punkte, 2 Punkte! Ja! Und raus.
Tut mir leid, ich muss da durch. Oh, kein Problem, Süße. Hey, hast du mein Rad gesehen? Hat irgendjemand mein Rad gesehen? Haben Sie mein Rad gesehen? Ein pinkes Rad? Der König der Ringe, 5 Stunden Director's Cut. Prinzessinnen-Styling! Ein neuer Frosch. Lass das! Ich sehe aus wie meine Oma. Manche Menschen wissen Schönheit einfach nicht zu würdigen. Du musst mit den Wimpern klimpern! Puh, ich hab's geschafft. 3:01. Viel Glück, Lincoln. Warte, wo gehst du denn hin? Ich gehe in Deckung. Naja, nur für den Fall. Lincoln, es ist 3 Uhr. Du hast mich enttäuscht. Du weißt, was passiert, wenn man Lola wütend macht. Es tut mir leid, ich hätte alles getan, was du willst, aber ich hab dich nicht gehört. Ich hatte die drin. Alles, was ich gehört habe, war Wellenrauschen oder war es drin. Auch egal, die Sache ist die. Ich weiß, dass du mich nicht gehört hast. Oh? Du bist nicht so schlau, wie du denkst, Lincoln, laut. Lincoln, ist das zu viel Mascara? Sei ehrlich, es ist super, super, super wichtig. Einverstanden, völlig. Womit einverstanden? Ist schon in Ordnung. Okay, du bist komisch. Also, Lincoln, bist du der größte Blödmann auf der Welt? Das kannst du laut sagen. Und würdest du gern mal einen Hundehaufen kosten? Aber klar doch. Lennys Glitzer-Shirt. Tut mir leid, dass meine Initialen drauf sind. Aber LL sind auch meine Initialen. Ach, schon gut. Dann war da noch Colonel Cracker, Luens Bauchrednerpuppe. Ich hab so einen Durst. Tja, wer ist jetzt der Holzkopf? Lunas E-Gitarre. Für dich, Bruder. Sie braucht nur Liebe. Liebe ist alles, was sie braucht. Und Saiten, ein Hals und ein Korpus. Und Linse. Bei Strafstößen wirst du mir dankbar sein. Voll eklig. Warum Leerstelle die schlimmste Schwester aller Zeiten ist? Ich wusste, dass der mir mal nützlich sein wird. Ich wusste nur nicht, welche Schwester ihn kriegen würde. Aber du, Lori Loud, hast mir die Entscheidung sehr leicht gemacht. Ah, das Handy lädt wohl auf. Egal, ich hinterlasse ihr eine Nachricht. Hi, hier ist Lori. Ihr wisst, wie es geht. Hey, Lori, hier ist dein lieber Bruder Lincoln. Es gibt da was ich dir sagen wollte. Du bist... Und deshalb bist du die schlimmste Schwester aller Zeiten! Ich sehe 2 Frösche, die ein Styling brauchen. Yo. Der König der Ringe. Cool. Auf den besten Übernachtungsbesuch aller Zeiten. Der beste Übernachtungsbesuch aller Zeiten. Ja. Okay. Wer will Pizzabrötchen? Abbruch, Abbruch. System versagt.